Tag 4 haben wir heute schon. Und jetzt haben wir sie gerade bei dieser Bakery ein Gebäck gekauft und ein Muffin und gehen jetzt ans Meer frühstücken. Da ist das Bad mit einem großen Swimmingpool. Da werden wir dann heute Wasserfitness machen gehen. Wunderschön das Meer. Und müssen wir mal schauen, ob da was ist. Da ist ein Bangal, ist das nicht kitschig? Das ist ja doch kitschig. Dann sitzt sie auf wieder, dann wird es eh wieder trocken. Zieht er sich gleich einen Schiff ein, weil es ist der Hand erwischt. Wir tun da jetzt frühstücken, gemütlich am Bangal. Und genießen da die Aussicht, das Meer. Den kleinen Mann gibt es jetzt auch Frühstück. Immer schön dabei. Wenn der müde ist und einen Hunger hat, dann macht er sich bemerkbar. Ja, der ist mehr müde als wie Hunger. Müde ist er. Ist er erst schon seit anderthalb Stunden munter, aber er ist wieder müde. Machst du eine Sandburg? Ja? Ja. Der Papa schaut da nicht mehr her. Tschüss. Danke. Janik. Janik, der Papa ist da. Schau. Janik, guck, schau mal, was hat denn der Papa da? Wo? Oh. Guck. Wo ist der Papa? Morgendliche Pflege muss auch sein. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Bei manchen gar nicht. Was? Sag einfach ja. Nein. Ich hab gesagt, die morgendliche Pflege ist bei manchen mehr, manchen weniger und manchen gar nicht. Wir sind da jetzt alle in den Familienwaschraum. Da mal gemeinsam die Zähne putzen und sich frisch machen. Mama, ich kann mal rein. Okay. Du, Mausi, bist du schon fertig? Der Zahnbürste liegt da, oder? Der Zahnbürste liegt da. Jetzt haben wir gut gefrühstückt. Haben wir? Ich habe noch nicht einmal angefangen. Ich habe schon meins zusammengegessen. Er redet wieder für sich ich selber. Ich habe nur mein zweites. Was willst du jetzt noch haben? War es nicht wurscht? Alexander will wieder ein Pizzi semmeln. Und auch die Nacht war relativ schön, nur haben uns die Gösten so viel angenagelt, alle. Die Moskitos. Moskitos, glaube ich mir. Es hat also die ganzen Füße, nicht punktuell, sondern die ganzen Füße und Hände haben gejuckt so extrem. Ich hab mir gedacht, ich stehe heute auf und hab komplett blutige Füße. Aber es geht. Was? Da. Nachdem er dann eingeschlafen ist, endlich mit diesen ganzen Gösslenstich, hat man aber sehr gut geschlafen. Unser kleineres Mädchen ist in einen Spalt reingeflogen in der Nacht. Wir haben sie nicht bergen können. Nicht wie sie da reingekommen ist, aber wir haben sie dann wirklich mit
Hubschrauber, Nothubschrauber und alles rausgebracht. Wir haben fest an ihr gezogen, mit vereinten Kräften. Gell, Melissa? Mit Kindern wird einer nie fahrt. Echt nicht. Wahrscheinlich ist es immer für neue Abenteuer. Mama, vielleicht ist es gewesen, dass sie das Antwort war auf der Hand. In Welle waren sie, dass sie das so. Jetzt muss ich daheim auch solche Tutti-Semmen machen. Kurz, kurz. Kochen mit Martina. Messer. Tüte aufschneiden. Wir strecken das Ganze hier rein. Wir sind ja mehr leider sichtbar. Der Sohn wünscht sich scharfe Nudeln. Schauen wir, ob er es wirklich dann isst. Oder ob er nicht sagt, dann sind sie im Job. Diese Mie-Eiernudeln sind auf jeden Fall ein guter Tipp für einen Urlaub, fürs rasche Kochen, weil die wesentlich schneller weich und durch sind, wie die normalen herkömmlichen Nudeln. Der Beikoch braucht mich. Der kennt sich noch nicht so gut aus, der Beikoch. Und ist das praktisch, was du da hast, das Tischl? Ja, das hat mein Mann gemacht. Wenn ich das jetzt nicht sagen darf, ja, dann darf er mir Köpfen noch aufzeichnen. Ich glaube, wenn man da mehr Nudeln nehmen darf, braucht man dann mehr Wasser. Wo ist mein zweiter Beikoch? Ein Chefkoch hat immer mindestens zwei. Ich brauche Wasser. Ja, machen. Machen. Der kommt von Frankreich. Machen. Sie sucht nur den dritten Beikoch. Ich brauche Beikoch. Alexandre. Da, Mama. Bisschen Wasser. Da ist ein bisschen Wasser. Boah. Und das ist das, was gefällt hat. Du denkst da, nein, zu Hause gibt es wieder frisch gekocht für ihn. Alexander, deine Nudeln gingen gleich. Das ist das Gute beim Campen, man steht nicht stundenlang in der Küche, sondern man hat das innerhalb ein paar Minuten eigentlich. Wenn man weiß, was man will, ist man relativ schnell fertig dann. Hakelige Kinder darf man nicht haben. Haben wir auch nicht. Die essen eigentlich eh alles. Hunger ist der beste Koch. So, man muss dazu sagen, wir haben da nur einen Gaskocher mit einer Flamme. Einfach weil wir so wenig Platz haben für zwei. Es wäre wahrscheinlich besser, wenn wir bei unserem Bedarf an so einen Kocher mit zwei Flammen hätten. Schau, wenn wir sich nicht so viel Computer mitnehmen, dann hätten wir einen Platz für zwei Flammen auch. Nein, das hat so. Ein ganz anderes Maß. Das ich geht brauche nicht. Jetzt da einen zweiten Topf. Es war so schön da, wenn nicht die Quallen waren im Meer und die Gößen an Land. Moskitos. Jetzt lauter. Was muss ich nur so ärgern, Janik? In einen stehenden Sock geht ja mehr rein, sagt man. Sitzt sie nieder? Wenn ich mich nieder sitze, fange ich gleich an. Das ist nämlich ganz was Geniales. Das ist ein Tischchen und auch ein Hocker für die Füße. Nicht nur für die Füße. Ja, man kann sie drauf sitzen auch. Oder man kann sie sogar nehmen. Oder das Tisch. Also 3 in 1. Ich kaufe das Tisch für die Kleine. Weil sie nur zu klein ist für den großen Tisch. Ich habe es gestern genommen als Fußablage. Also als erstes einmal die Sicherheitsleine anlegen. Und dann? Aufstehen. So.
dauert immer ein bisschen, bis dass man hochkommt. Dann geht's. So. Hinter mir, da ist jetzt, da weit hinter mir, ist jetzt unser Campingplatz. Ich bin da jetzt gerade dabei, dass ich Richtung Novigrad fahre. Ich bin da jetzt auf offener See sozusagen. Man merkt, die Wellen sind rauer. Da stehe ich jetzt lieber auf, weil da kommt jetzt hinten gleich ein Motorboot. Und einfach, dass ich da besser gesehen wäre, als wenn ich sitze. Das Niedersitzen bei längeren Ausfahrten tue ich eigentlich nur, weil das Stehen da ziemlich auf die Wadenmuskulatur geht. Da sitze ich mir ab und zu nieder. Aber so, wenn man natürlich steht, dann ist die Chance, dass man gesehen wird von den anderen, wesentlich höher. Hui, hui, Welle, 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 geschafft. Das auch noch auf Video, mega. Ich bin da jetzt hier, da hinten ist Novigrad, ich bin da jetzt angekommen und allein ich das Erlebnis, ich sage euch jetzt gleich einen Ausblick, wo ich da jetzt bin, das ist atemberaubend. Das ist halt ohne Motor, nur mit Standard-Level. Okay. Nach einer kleinen Verschnaufpause und Erholung geht es jetzt wieder zurück. Und ihr seht dann schon, wirklich, was da für Wellen sind. Und es ist schon eine kleine Herausforderung, dass man die am Stand-Up-Paddle so da steht. Aber es macht wirklich total Spaß und es ist ein tolles Gefühl.